Willkommen zurück. Ich würde sagen, bei Safari gleich mal schlafen. Und gleich mal schlafen, genau. Zack. Und speichern noch. Wäre auch ganz schlecht, nicht schlecht. Jo. Speichern wir mal ganz schnell. Ich speichere einfach immer so drei oder vier Mal immer. So. Sicher. So. Ja, bei dem Spiel weiß ich man ja nie. Tu mal deine restlichen Steine, die du hast, auch mal da rein. Ja, du hast es fertig gebaut. Ja, ich hab das schnell fertig gebaut. Weil ich hatte so viele Rocks, weißt du, und Rocks. Alter, ja. Die ganzen kleinen Scheißdinger, Alter, die nerven so dermaßen. Das ist zum Piepen. Das sind einfach so übertrieben viele, die kein Mensch braucht. Ja. Oh, voll fail. So. Ja, fahren wir siehst mal. Siehst du oder? Eigentlich, wenn du rumgehst, die ganzen Pflanzen? Weil aus meiner Perspektive schaut es so aus, als hättest du die ganze Zeit Pflanzen in der Fresse. Nee, nur wenn ich nach unten schaue, sehe ich ein paar Blätter auf meine Schulter, meine Brust und auf meine Knien. Okay. Komm, fahren wir jetzt mal. Ich nehme mal zwei und dann geht's los. Aber ich überlege gerade, wenn wir jetzt da noch so viel bauen wollen, eigentlich, ob wir da mal vielleicht auch ein großes Floß mal bauen sollten und dann da mal so 6 Lokhulder drauf bauen. Wäre fast geil, aber du brauchst halt wieder so viel Loks, ne, um das Ding zu bauen. Es ist halt das. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ich bin mir ein bisschen... wenn wir jetzt noch richtig viel bauen wollen, dann lohnt sich es wahrscheinlich schon. Ja, aber wie viel wollen wir hier draußen noch bauen? Wir wollen das Haus fertig bauen. Brauchen wir da fürs Regal auch noch Loks? Ich weiß es nicht. Ja, fürs Regal brauchen wir Loks. Wir wollen jetzt eine zweite Etage bauen, Dach. Ich weiß es nicht. Hä? Doch, man kann es kaputt machen. Guck, jetzt steht da, dass wir es reparieren können. Dort, wo wir letztens raufgehauen haben. Sehe ich gerade. Stimmt, ja. Oh, yeah, yeah. Ich habe es mal repariert. Gut. Muss mal wieder das Essen, ja. Alter, es ist voll schön, dass man da so einfach gemütlich drauflaufen kann. Alles voll eben. Ja, und ich springe. Ach, das ist die, schön. Die eine Plattform, die ist so zum Kotzen eigentlich. Aber es ist ein schöner Anlegesteg, finde ich. Es ist in Ordnung. Ja. So Anlegesteg, wo man ein bisschen was zum Saufen hat und so, ist alles gut. Jetzt. Scheiße, ich habe keine Sticks. Ich habe die Stickholder voll gemacht. Sehr gut. Da könntest du welche. Ich muss mal ganz kurz was zu essen machen, weil sonst. Ja, ich fülle dir mal nochmal den Lockholder. Ja, passt. Ach, halt, ich habe bestimmt noch was zum Essen dabei. Ja, genau. Wir können, glaube ich, auch. Doch. Hä, wieso geben wir einen Hungrig? Das ist echt krass. Soll ich den Fisch drauflegen? Ich leg den Fisch drauf. Ja, komm mit. Wenn ich so Lockholder, so zwei Loks in der Hand habe auf der Schulter, da sehe ich die Blätter vor meiner Fresse. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich glaube, es ist akzeptabel. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit Baumstämme rumschleppt, da braucht man echt viel Energie irgendwie. Krass. Holy shit. So, da wäre noch ein Fisch drin. Ja, ich komme. So. Bin jetzt nicht vollsatt, komischerweise. Nee, ich bin auch nicht vollsatt. Irgendwie braucht er mehr. Und er sagt immer, Ja, weil es wahrscheinlich schon verrottet ist. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist scheißegal, ganz ehrlich. Damit verliert echt nicht viel Leben und irgendwie hat es auch keine irgendwie Nachwirkungen oder so. Nee, irgendwie nicht. Also, nicht, dass man irgendwann vergiftet was, ist. Ich glaube, da könnten sie noch was drauflegen. Also, so dass man vielleicht mal so eine. So irgendwie. Ich weiß nicht, es wäre vielleicht ein bisschen nervig, aber realistisch. Wenn du vielleicht so irgendwie dann. Schlecht ist oder so und du dich kaum bewegen kannst oder so. Ja, oder halt einfach null Ausdauer hast dann oder ja, was weiß ich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es wäre auch näher. Oh, jetzt habe ich zwei Loks vergessen. Ach, wurscht. Das war jetzt ein bisschen Fail von mir. Wurscht. Dann denken, die Tür als letztes machen. Ja, sowieso. Und vielleicht sollten wir die erstmal lassen und gucken mal, dass wir ein Dach machen können. Ach so. Nicht, dass wir dann wirklich nicht immer reinkommen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, reinkommen tun wir schon. Ja, es ist halt.
Na, schauen wir mal. Sonst reißen wir es halt ab. Ich gerade meine Hände sind voll schmutzig dann auch. Nö, ich habe Lizard Skin drauf. Frag mich ja wieso. Guck, so schon Arbeiter hinaus. Du bist immer so ein Arbeiter. Scheiß Student. So. So. Lock mich nicht. Ah, immer muss ich springen, das nervt ja, unglaublich. Ja, ich meine, wenn es wirklich mal sehr langweilig ist, irgendwie haben wir viele Pläne, ja, wenn uns langweilig ist, ne? Ich will schon. Immer, wenn uns langweilig ist, wenn uns langweilig ist. Uppala, jetzt hätte ich fast die Tür. Ja. So. Come on. Es nimmt Gestalt an. Sehr nice. Ja, es sieht doch richtig schön aus jetzt schon. Und irgendwann werden sie nachpatchen, dann wenn wir fertig sind. Ja, Eingeborene können jetzt schwimmen und Mutanten ebenso. Ah, das wäre so richtig mies. Erste Nacht, dann gleich alles wieder kaputt. Ja, weil ich glaube, mit dem Baumhaus, da ist man nicht sicher, ne? Weil die können ja klettern. Ja, ich weiß schon, ich würde mich da nicht so sicher fühlen. So mitten im Wald hätte ich nicht so ein sicheres Gefühl. Aber falls wir mal sterben und eine neue Season starten, je nachdem, wie gut hier das ankommt, ne? Ja. Ja, wir können ja trotzdem auch hier mal ein Baumhaus bauen, ein bisschen rumprobieren, wie es so geht. Ja, könnte man. Ich weiß ja nicht. Ja, schauen wir mal, wie lange. Ich weiß ja nicht, wann wir sterben. Wir haben bestimmt noch viele Pläne, wenn wir durchhalten, dann. Ja. Halten wir noch sehr, sehr lange durch. Vor allem die Chance des Überlebens ist halt ziemlich hoch, ne, wenn man zu zweit ist. Ja, irgendwie schon. Weil wie oft ich dich jetzt schon wiederbelebt habe. Das stimmt, ja. Ah, oh, jetzt ist eh soweit, ne? Ja. Ein Ding passt hier noch hin. So. So, jetzt pass auf. Ich mag mal was ausprobieren. Wir wollten ein zweites Stockwerk haben, ne? Oder? Ja. Ich weiß nicht, musst du das erst die Treppe bauen? Nö. Magst du die Treppe dann hier irgendwo bauen? Hier dann so? Oder? Ah! Oh, cool! Und jetzt pass auf, und jetzt will ich da, warte, da Loch machen? Ja, und dann die Treppe. Das sind so große. Ja, dass es so einfach geht mit dem Dach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr gut. Oh. Oh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ah, warte, ist mir jetzt gerade was eingefallen. So, und dann kann man doch, oh, das wollte ich nicht. Gibt's doch so eine Option, so ein Loch in das Ding zu machen, ne? Sowas hier. Ah ja, genau. Aber ehrlich gesagt, warte, eher. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ne? Jo, nur kurz. Hast du schon gemacht? Ja, irgendwas habe ich gemacht. Ja, irgendwas hat sich verändert, aber irgendwie ist da immer noch. Hm. Was war das jetzt? Vielleicht musst du nochmal so ein Loch machen. Glaube ich nicht. Das ist ganz komisch. Hole Cutter. Vielleicht müssen wir da. Komm, lass uns mal so eine Ebene machen und dann. Ich meine, zur Not, wir haben ja genug Baustämme. Ich mag mal da hinten mal ein paar reinhauen. Mir tut sich nichts, wenn ich da die Baumstämme reinhau. Tut sich da was bei dir? Siehst du da was? Nein. Also ich kann diese blöde Treppe hier nicht hinsetzen. Ach, wir haben keine mehr. Wäre halt jetzt echt schade, wenn wir hier die Wand hier setzen, den Fußboden setzen, ne? Ja, dann kommen wir halt nicht hoch, ne? Und dann, ja, und dann ist die ganze Wand auf einmal da und dann wollen wir so ein kleines Stück wegmachen und löschen das oder hauen das kaputt und dann ist die ganze Decke weg. Ja, wir werden sehen. Wir müssen lernen. Das geht nicht anders. Wir müssen schauen, wie es funktioniert. Oh je. Wie viel sind denn das? 54. Ja, haben wir was für uns.
Weil so ging es anscheinend. Aber man nicht. Kann auch jetzt schon die Treppe planen, ne? Man kann da jetzt schon die Treppe hochziehen. Passt sich dann auch an. Kannst du mal. Echt, warte. Wie wolltest du die bauen? Ja, so ungefähr. Kannst du hier mal versuchen. Hast du eine Custom Stairs gemacht oder? Gibt's nur Custom Stairs, oder? Ne, es gibt auch Simple Stairs. Hä? Wo denn? Custom Stairs? Achso, das ist dann sowas hier, okay. Du musst einfach. Simple Stairs, achso, ja. Ja gut, aber das sind ja, die kann man jetzt nicht so bauen, wie man will. Ich weiß nicht, versuchen wir eine schöne Treppe dahin zu bauen. Und ich habe schon wieder Hunger, ich fasse es einfach nicht. Jetzt pass auf, dann pflanzen wir das mal. Geh mal weg. Weiß ja nicht. Sieht so scheiße aus, die Treppe. Ich weiß ja nicht so ganz. Uch, das war noch gar nicht fertig. Ich konnte irgendwie auch nicht abschließen, die Treppe. Vielleicht geht's doch nicht, was weiß ich. Ich weiß ja nicht. Theoretisch. Oder magst du die so, eine theoretisch so, ich hab's mal abgeschlossen, aber. Aber dann muss halt hier dann das Loch sein. Da müssten mehrere Löcher sein, glaube ich. Da müssen wir. Ja, wir bauen jetzt einfach und dann sehen wir. Ich mach erstmal die Treppe ab und dann bauen wir einfach mal und gucken, damit wir da so ein Loch reinkriegen. Okay. Sonst zur Not müssen wir es halt wieder abreißen. Das wäre halt dann wie das Hausboot. Mich würde es interessieren, wo das Hausboot eigentlich ist. Die spawnt. Ich habe das vorher gesehen. Was? Du hast es vorhin gesehen oder wie? Nein, ich habe es vorher gesehen. Es wurde despawnt. Wie unsere Loks, die jetzt nicht mehr da sind. Voll. Jetzt schon. Ja, ist ja wieder gut. So. Also, da kann ich gleich zwei mitnehmen. Ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt mit der Decke wird. Ich hoffe, dass wir dann ein Loch reinmachen können. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert hat. Ja, ich wüsste aber sonst nicht, wie es geht. Ja, vielleicht kann man erst das Loch reinmachen, wenn man es fertig gebaut hat. Das kann natürlich auch sein. Ja, eben, das kann ich mir auch vorstellen. Aber bei den Wänden hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Aber es ergibt ja auch Sinn. Bei den Wänden brauchst du ja nicht so ein Loch. Ja, das bei Wänden, ja die Wände wurden rot angezeigt, also dass es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das da egal ist, wo du das hinhaust. Ja, ich gehe einfach nach oben. Zack. Werden die Loks weniger? Nee, irgendwie. Baut sich hier irgendwas auf? Dass ich da, nicht, dass es gerade rumbackt irgendwie. Weil bei mir steht immer noch 54. Ja, bei mir auch. Und es wird auch nicht weniger. Was ist das denn? Hä, okay, wir haben glaube ich umsonst jetzt ganze Loks eingebaut irgendwie. Wird irgendwie nicht weniger. Oh, was ist das denn schon wieder? Da war umsonst. Drauf. Ah, scheiße, es kann es doch jetzt nicht sein. Wir haben so Pech, wir haben einfach nur Pech, das ist zum Piepen sowas. Jetzt pass auf, wo ist die Scheiße? Haben wir nicht verdient. Ach, Mann. Glaubst du, wir müssen vielleicht doch eher die Tür noch fertig machen davor? Dass das vielleicht deswegen nicht funktioniert hat? Ich weil es da irgendwie nicht in der Auflagefläche gehabt hat oder sowas? Ich weiß es echt nicht. Na, vielleicht sollten wir doch einfach mal die Türe fertig bauen erstmal. Es kann ja sein, dass es auch ein bisschen verbuggt ist, wir müssen echt erst die Türe jetzt machen.
Hey, hier ist der... Frei, oh mein Gott. Ja, das habe ich gerade mit Absicht gemacht. Gott. So, dann hier noch. Pass auf, dann... Oh mein Gott, warum ist das jetzt so schief? Nein, ich will es nicht so, ich will es so. Ja, das ist gerade ein bisschen zum Kotzen. Machst du gerade die Treppe oder was? Nee, ich mach gerade. Aber das funktioniert nicht so ganz. Nee, es geht nicht. Was suchst du denn? Ja, ich habe hier noch versucht, so noch so eine Plattform zu machen und dann nur da ein Loch drin zu lassen. Ich weiß Ach nicht, so. Wie man die Treppe machen soll. Ich habe keine Ahnung. Es ja, ist wollen wir wirklich... diese vordefinierte da hernehmen dann? Warte, ich probiere nochmal ganz kurz aus, ob man da die stapeln kann. Ich glaube fast nicht, nee. Nein, kann man nicht. Ich glaube fast nicht. Nee, man kann die nicht oben irgendwie nicht so... Gut löschen. Toller, was will man denn mit so einer kleinen Treppe da? Gut, wir müssen eine Custom-Treppe machen. Halt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, das muss an mehr an die Wand, finde ich. Nein, spring mal schon hoch, die Treppe geht über der Wand. Ah ja, ich seh's. Du hast drum gemurkst. Ach, halt die Fresse. So, also das ist jetzt, okay, das ist jetzt Zeit für Scheißen hier. Richtig, ja. Weil die Folge ist gleich zu Ende, das musst du dich mal beeilen. Wenn das produktiv ist, müssen wir noch machen. Ich sehe da nicht. Das geht diesmal, glaube ich. Sieht gut aus, ja. Auch wenn das ein kleines Loch drin ist, aber das ist mir egal. Na, das ist blöd, dann hätten wir hier ein bisschen kürzer machen sollen. Bis zum Fenster oder so. Ja, weil ich glaube, da kommt man nicht hoch. Nee, ich glaube, da kommt man nicht hoch. Weißt du was? Scheiß drauf jetzt. Ich lösche jetzt nochmal hier alles. Und dann machen wir hier erstmal die Tür fertig, damit wir uns den Rahmen fertig haben. Und dann gehen wir die nächste Folge auf Survival-Tour nochmal. Komm. Ja, weil es lang rumscheißt. Alter. Ja gut, wir brauchen jetzt nur zwei Loks. Willst du gleich ein paar Loks dann einfach reinstapeln ins Haus? Reinschmeißen und fertig? Ja, das könnte... Na, bei dort habe ich zum Beispiel ein bisschen Angst, dass sie verschwinden, weil es ist immer noch Wasser. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie einfach mal komischerweise okay, unter den Boden backen und dann sind sie weg. Gut, dann... Jetzt haben wir eh schon zu viele verscheißert, finde ich. Nimmst du jetzt keine Loks mit, oder was? Ich hab schon wieder Hunger. Das kann's doch jetzt nicht sein, Mann. Was ist denn jetzt los hier? Okay. Du bist jetzt doch vollladen. Ja, ja. Gut, hast du also doch keine Angst, okay. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ach, scheiß drauf, eine Fuhre schmeißt man und dann sehen wir ja dann, ob es funktioniert oder nicht. Ein bisschen muss man ja theoretisch lernen. Zwei Fuhren verkackt. Ja, ich find's schade, sowas ist dann ein bisschen nervig dann. Weißt du, es sind dann, wo haben wir die hingebaut? Die waren einfach weg. Wieso geht das dann? Frage ich mich. Ah, das ist echt nervig sowas. Naja. Aber mit sowas muss man halt rechnen, ne? Wenn man Alpha spielt. Hoppala. Nicht so vielleicht vom Eingang. Das ist suboptimal. Ihr seid nächste Folge nicht mehr da. Ja. Ah, ich sag's. Ich hab euch im Auge. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 circa. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. Oh, hä? Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es werden schon weniger. 9, 10, 11. 11 sind wir. Ja, 11 sind das. Cool. Hörst du auf? Ich wollte ausprobieren, ob man die Baumstämme noch verkleinern kann, irgendwie in Sticks oder so. So. Wir könnten eigentlich einfach mal Bomben gegen die Bäume werfen und dann. Das wäre mir interessant, ja. Da hast du aber. Ja, ich habe nachgelesen. Eine Bombe kann 3 Bäume füllen. Echt, hast du das gelesen? Ja, aber ich habe gedacht, extra Bomben herstellen für Bäume füllen. Ja, Bomben sind schon. Ich finde. Ist halt echt eher für Gegner, für Mutanten. Ja, ich eben auch. Jetzt geht's. Na gut, dann speichere ich da nochmal. Nochmal speichern. Ich weiß nicht, ich hoffe, der Skull ist mir da nicht sauer, was ich jetzt hier mache. What the fuck are you doing? Siehst du jetzt auch schon ein bisschen ja, Fortschritt? Hier. Okay, diesmal schon. Passt. So. Ohne nächste Frage. Ich will es einfach riskieren. Weil sonst müssen wir halt noch eine zweite Plattform hierher machen oder so, dass wir hier gehen können und dann hier so eine Treppe außen hin und dann außen nochmal so einen Eingang, weißt du? Das geht natürlich auch. Ja, sowas wäre vielleicht auch noch okay. Ja. Wer falls es nicht geht. Falls es wirklich nicht geht, hier ein Loch reinzumachen oder so. Ich frage mich nur das eine Ding, was ich gebaut habe, was das verursacht hat. Dieses eine kleine Ding, weil es hat so ein Geräusch gemacht, dass es funktioniert. Ja, und dann, ja, aber es sieht aus, als würde es jetzt funktionieren. Das ist ja schon mal. So. Einmal speichern nochmal. Julio. So, hab auch nochmal gespeichert. Oh, ist schon wieder Nacht. So, okay, dann direkt Folge beenden, oder? Und. Jo, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir dann wieder ein bisschen survivalen. Genau, ich hoffe schon. Okay. Jo, bye. Oder wir können auch ein bisschen Dach fertig bauen oder beides. Ja, schauen wir mal. Jo. Das entscheiden wir spontan. Jo, mach mal. Ciao.